Heinrich, beim Sitzvolleyball hier, es geht um Rio, es geht um die EM. Wie gefällt's dir? Ist der Hammer. Mich verbindet schon einiges mit dem Sitzvolleyball. Ich bin ja früher selber aus dem Mannschaftssport gewesen, Fußball gespielt, und ich finde so diese Atmosphäre, das Team total geil. Und mein bester Freund, der Barbaro Seile, spielt hier auch. Und wir haben in London gemeinsames Ziel gehabt, eine Medaille nach Hause zu bringen. Und heute Morgen schrieb er mir: Du Kollege, ich bin nervös. Dann sage ich: Gut, dann komme ich vorbei, dann musst du für mich spielen. Deswegen bin ich gerne hier dabei und ich hoffe, dass die Jungs das Ticket heute lösen. Er selber macht ja einen ganz guten Job, aber die Anfangsphase, die war wirklich nervös, ne? Wie hast du die ersten beiden Sätze bis jetzt gesehen? Ich dachte mir am Anfang: Jungs, was macht ihr? Was ist los? Aber ich glaube, dass die haben so eine Zeit lang gebraucht, um reinzukommen. Zu Hause zu spielen, die Unterstützung ist fabelhaft. Das ist schon ein Unterschied. Und jetzt haben die sich aufgeheizt. Eben gab es Standing Ovations. Den zweiten Satz, der war wichtig. Ich glaube, jetzt sind die Jungs geil drauf, die Sätze nacheinander zu gewinnen. Okay, also deine Prognose ist ganz klar Sieg und womöglicherweise auch Rio. Wie wäre es dann, zusammen mit den Jungs in Rio zu sein? Das wünsche ich denen auf jeden Fall, weil wir haben auch wieder eine Abmachung mit Barbaros. Wir fahren beide nach Rio, holen wieder beide eine Medaille. Wir haben uns speziell darauf vorbereitet. Wir sind morgens immer zum Training zusammengegangen. Deswegen, ich brauche den schon bei dem Training. Deswegen bleibt dir nichts anderes übrig, als hier zu gewinnen, das Ticket zu lösen. Absolut richtig. Wie geht's dir denn eigentlich? Wie ist deine Planung für Rio? Wie ist der Stand der Dinge? Meine Vorbereitung lief ganz positiv, bis auf jetzt ein paar Tage zurück. Ich war im Trainingslager, habe mir einen Muskelfaserriss in der Fußsohlenmuskulatur zugezogen. Aber das wirft mich nicht zurück. Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich in Rio erreichen will. Und ich will meinen Titel verteidigen in Rio, und deswegen werde ich alles dafür tun. Und es sieht alles gut aus. Ich bin im Trainingslager eine Bestleistung nach der anderen gerannt, also sogar noch besser als zu meinen Weltrekordzeiten. Deswegen weiß ich, dass die Form da ist. So eine kleine Verletzung wird mich nicht zurückwerfen. Ich bin guter Dinge. Du kennst die Paralympics in und aus. Was bedeutet Rio für dich? Ich war jetzt schon ein paar Mal in Rio, und ich habe in Brasilien so ein Projekt gemacht, das nennt sich Running Clinics, Leute wieder zum Laufen zu bringen, Prothesen drunter zu bauen und denen einfach den Spaß am Sport wiederzugeben, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und das, wie die Menschen da mit mir umgegangen sind und wie die das alles aufgenommen haben, die Begeisterung dafür, Dinge, Leistungen zu vollbringen, obwohl man das nicht für möglich hält, das war phänomenal. Und ich glaube, das werden ziemlich farbenfrohe Spiele. Das wird ein Unterschied zu London. London war extrem professionell. Brasilianer machen da, glaube ich, ihre eigene Karnevalsparty draus, aber auch ziemlich professionell. So weit, wie die jetzt sind und so viel Lust, wie die drauf haben, das habe ich bis jetzt in keinem anderen Land Jahr zuvor bei den Paralympics erlebt. Dann freuen wir uns drauf. Dankeschön. Ich mich auch. Vielen Dank.